Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio. Ich muss nachschauen. Die Insel, mach mal die Insel einfach draus. Es gibt keinen Löffel. Den Erfolg versuchen wir. Wir sind schon dabei, die ersten Sachen zu erforschen. Wir können hier jetzt wieder nachlegen. Stahl ist schon in der Warteposition. Das wird hier gerade erforscht und das erforschen wir als nächstes. Das führt dann halt im Endeffekt zum Schluss zu unserem Raketensilo. Und ich würde sagen, wir können das auch noch gleich mit reinpacken. Das wird hier schon alles halbautomatisch erforscht. So, wir packen jetzt hier einfach mal 100 mit rein. Hier haben wir noch 32, jetzt haben wir 36. Und dann wird das hier schön gemacht. Ja. Gut. Den sollte ich vielleicht mal hier hinstellen. Noch ein bisschen was von dem hier. Und. Brauchen Kupfer. Zehn Stück sollten mal erstmal reichen. Und unsere Base ist soweit abgedeckt. was wir jetzt als nächstes machen, ist. Hier nochmal ein paar. Bauen davon. Das allererste wird wohl das hier sein. So, es tut mir leid, dass ihr jetzt aktuell noch so wenig seht. Ups. Das ist natürlich wieder falsch rum. So wie sich's gehört. So, ich hatte ja hier irgendwo mal einen Bus. Der hier ist es nicht, der ist es nicht. Hier. Da ist unser Bus. Und den packe ich jetzt einfach mal hier hin. Und da wird im Endeffekt alles wunderbar angezeigt, was wir alles benötigen. So, jetzt holen wir uns noch ein bisschen Eisen und Eisen. Also ein paar Eisenplatten, so ist es richtig. Ja, das hat es jetzt natürlich gebracht. Dann sollten wir auch noch ein bisschen Kupfer gleich mal abbauen, würde ich sagen. Ups. Zumindest schon mal vorbereiten. Und den lassen wir jetzt einfach ganz nach unten. Stahlverarbeitung. Ah, jetzt. Okay. Also, du machst mir bitte Kupferkabel.
So, das Kupferkabel hier rein. Ah, jetzt. Und du machst mir Eisenplatten. Nein, nicht Eisenplatten. Du machst mir die Schaltkreise. Und das geht alles hier in eine Kiste. Und jetzt kommt hier ein bisschen Kupfer rein, hier ein bisschen Eisen. Und dann kannst du schon mal produzieren. Perfekt. So, auf der anderen Seite machen wir hier Zahnräder. Du machst mir bitte Zahnräder, du machst mir Fließband. Dann brauche ich zweimal das hier. Und ein bisschen Kupfer. Was denn auch sonst? Was kommt nach der Stahlverarbeitung? Licht. Licht für euch. Wunderbar. So, dann können wir auch die Stromverbindung gleich mal nach unten legen. Perfekt. Hier brauche ich dann nochmal einen Tunnel. Ah, jetzt wollte ich schon sagen, ich glaube, ich habe jetzt das Kupfer vergessen. Mal 100 rein. Gut. Und wir können unten auch bald anfangen. Kann ich offen lassen. Nicht so wichtig. Noch ein bisschen Eisen. Mal noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen viel Kohle. Und hier haben wir unseren Tunnel. So, das macht unser Leben um einiges einfacher. Kann ich euch jetzt schon mal versichern. Jetzt, wo die Fließbänder automatisiert sind. So. Also ich passe jetzt übrigens nicht auf die perfekten Verhältnisse auf und alles drum und dran, sondern ich mache jetzt halt einfach mal auf gut Glück, sage ich jetzt mal. 2, 4, 6, 8, 10. Ups. 12. 14, 16. Okay, machen wir mal 14. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6.
Das sollte passen. Hier noch ein bisschen Strom verteilen. Das ist mittlerweile wirklich das absolute Standardverfahren für die Schmelze, finde ich jetzt persönlich. Ich glaube, was anderes, ich könnte mir gar nichts anderes mehr ausdenken, weil ich einfach immer nur das benutze und das echt gut ist. Oh, falsche. So, ich hole mir noch mal ein bisschen Kupfer. Okay, ich brauche 24 von denen hier. 10, 20, beziehungsweise 48 eigentlich. Ich glaube, ich habe doch irgendwo ein Radar, oder? Jetzt gleich schon, ja. Sehr schön. Gut. Okay. Die Stahlachs brauchen wir nicht, macht uns aber das Leben einfacher. Die schwere Rüstung, Elektrotechnik ist schon. Jetzt können wir eh erstmal nur warten. Reicht nicht ganz. Perfekt. So, wir haben 47. Das sollte wahrscheinlich eins zu wenig sein. Außer ich habe mich mal wieder verrechnet. Ne, passt. Also passt nicht, aber ich habe mich nicht verrechnet. Das ist schon mal die Hauptsache. So, dann brauchen wir zwei von denen, eins von dem und das hier. Das kann ich schon mal hier einführen. Einfließen lassen. Jetzt muss ich nur noch Kohle runterbringen und dann haben wir auf jeden Fall schon mal um einiges mehr Eisen. Okay.
So. So. Was können wir denn als nächstes erforschen? Naja, wir brauchen jetzt erstmal die Elektrotechnik. Kupfer. Das hier. 10 von denen. Gib mir dein Kupfer. Sehr schön. Okay. Wissenspakete für Logistik. Echt jetzt? 16. Perfekt. Oh, da hier oben fehlt noch ein bisschen was. Schauen wir mal, ob wir mit unseren 17 hinkommen. Ich bezweifle es. Und dann geht's los. Was wir da mal aber mal machen könnten. Eisenkupfer. Ich habe ja hier noch was übrig. Da brauchen wir Kupfer. Komm, gib mir den Kupfer. Den Kupfer. Im Speziellen den Kupfer. Nicht das Kupfer, sondern den Kupfer. So. Oh Gott, hey. Ich glaube, wir schaffen das nie. Wir sind jetzt schon eine Stunde drin und die vollständige Automatisierung von der Schmelzanlage ist noch nicht mal da. Eieieiei. So. Ach ja. Ich meinte ja, wir sollten mal ein Radar hinstellen. Einfach damit die Karte ein bisschen aufgedeckt wird. Und wir können oben im Endeffekt jetzt schon mal anfangen, den ganzen Spaß hier abzubauen. Weiß zwar nicht, was ich mit der ganzen Kohle anfangen soll. Beziehungsweise, ich weiß es schon.
sind 21. Fehlt wieder ein bisschen Eisen. Und, ich habe gehofft, ich kann noch mal welche bauen. Wunderbar. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Eisen, würde ich sagen. So, die ersten vier würde ich gerne schon mal in Betrieb nehmen, wenn es geht. Ich habe ja das hier schon mal alles. Gut. Mach mal die Taschen voll mit Eisen und Kohle. Ups. Ich hatte jetzt 21, 22, 23, 24, 10, 20, 1, 2, 3, 4. Dann kann ich oben noch mal ein bisschen Eisen verteilen. Hier packe ich jetzt gleich mal 200 rein. Dann hier 117. Ein bisschen Kupfer brauchen wir auf jeden Fall noch. So, dann würde ich nochmal vier Stück von denen bauen. Was haben wir hier drin? 25. Ganze 8 Stück. So, das kommen wir hier rein. Und eine kleine Verteidigungseinheit hier hin. Mit 12 von denen. Sehr schön. Ups. Okay. Ich habe immer irgendwie zu wenig Fließbänder dabei. Das ist, glaube ich, standardmäßig. Oh Gott, 8 Stunden. Ich muss echt zugeben, ich habe echt Panik, ob ich schaffe oder nicht. Okay. So, jetzt habe ich wieder ein paar dabei. Und ab auf dem Bus mit euch.
Hier ist Eisen. Und Kupfer, glaube ich, ist dann ein bisschen weiter unten. Okay, Kupfer ist hier. Das sollte genau passen, ja. Sehr gut. Nehme ich noch mal ein bisschen Kupfer mit. Okay. 10 davon. Okay. Wird schon. Machen wir nochmal 10. Dann ist unser Eisen weg. Aber wir haben dann gleich mehr oder weniger ein vollständiges Fließband. Wobei, ich glaube, 10, 15, nehmen wir einfach mal 16. Ja, 16 ist gut. Hier noch ein bisschen was. Das nehmen wir noch. 100 hier rein. So, dann sind wir fast doch noch im Zeitplan. In der nächsten Folge sollte man in den 30 Minuten versuchen, ja, die grundlegende Infrastruktur fertig zu bauen. Solche Dinge wie das hier. Ah, Zahnräder habe ich auch, gell? Ja, hier habe ich Zahnräder zum Beispiel. Die könnten wir rein theoretisch eigentlich relativ am Anfang noch bauen. Hier zum Beispiel. Ja, hier. Und sobald das mal steht, wird es um einiges einfacher. Perfekt. Ups. Ich sehe nichts. Ah, passt. Natürlich, hier steht ein fetter Baum. Hab nichts dabei. Schade. So. Ich kann mir hier einfach Eisen klauen. Und dann können wir jetzt halt noch schnell vor Ende schon mal die ersten 8 Erzförderer platzieren. Beziehungsweise die anderen auch noch. Hier unten müssen wir dann aufpassen. Ja, hier haben wir Kohle. Zwei, vier, sechs, acht. Ja, wobei ich will ehrlich gesagt erstmal mehr Eisen. Später wird dann Kupfer eigentlich erst wichtiger. Na,
Hat genau auf dem 50er Stack hingereicht. So, wir müssen auf jeden Fall auch ein bisschen die Verschmutzung, ja, wir haben hier nämlich schon den ersten Kontakt sozusagen. Ihr könnt auch weg. Habe ich noch genügend dabei? Ja. Gut, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Und wir werden es wahrscheinlich gleich sehen, beziehungsweise ihr werdet es gleich sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Wie weit, dass wir dann kommen und was wir als nächstes tun. Gut, vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Eragol. Ciao.